Die Sendung nach der Bundestagswahl und das Undenkbare ist plötzlich denkbar geworden. Eine Regierung ohne die Union. Das ist doch wieder die Natur, Leute. Vögel fallen tot vom Himmel. Sag ich doch, die Erde tut sich auf und erbricht Lavaströme. Wahrscheinlich aus Protest gegen gerade mal 24,1% für CDU und CSU zusammen. Okay, nichts davon ist passiert, zugegeben. Gott ist es scheinbar völlig egal, dass die christlichen Parteien Deutschlands um ihre nackte Existenz kämpfen. Nicht übertrieben. Armin Laschet holt das schlechteste Unionsergebnis seit dem Urknall und will trotzdem Kanzler werden. Weil er das halt will. Und sonst kein Job mehr für ihn frei ist. Ist fast schon tragisch. Und im Grunde absehbar. Denn vielleicht haben Sie es gesehen, es gab ja ohne Ende böse Omen. Schon am Wahlmorgen. Armin kommt von Kameras begleitet, top gelaunt aus seiner Haustür und dann... Ups! Aber kurz danach hat er es dann allen gezeigt. Also, was er gewählt hat, hat er allen gezeigt. Ja, es war halt einfach nicht sein Tag. Ne? Beziehungsweise sein Jahr. Und selbstverständlich ist das nicht alles Laschets Schuld. Logisch. Ohne Angela Merkel ist die CDU nur noch ein großes, gähnendes Nichts. Und das hat die ganze Partei über Jahre zugelassen. Von Maskenaffäre und so mal ganz zu schweigen. Kurz gesagt, es liegt nicht nur an Armin. Und man hätte ja fast Mitleid, wenn er nicht noch am Wahlabend durchgedreht wäre. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Genau, und zwar den klaren Auftrag, euch in die Opposition zu verfatzen. Ist das schon Realitätsverlust? Leidet der Mann unter sowas wie Morbus Trump? Ernsthaft, das hatte doch echt einen Hauch von Schröder in der Elefantenrunde 2005. Und der war wenigstens besoffen. Was ist Armins Ausrede? Und wie wär's denn auch Spaß mal mit einem Schüsschen Demut? Also Olaf Scholz und ich sind, finde ich, zur gleichen Demut aufgerufen. Nee, finde ich nicht. Was ist denn los mit dem Typen? Das ging wirklich schon in den Bereich Kleinkindverhalten. Olaf und ich müssen aber gleich demütig sein. Ja, eben nicht. Hier, ich erklär's dir noch mal kindgerecht mit dem Heute-Show-Pantomimen. Pass mal auf, Armin. Die SPD hat über 5% dazu gewonnen. Deine Union hat über 8% verloren. Deswegen musst du viel demütiger sein als der Olaf. Und nächste Woche erklären wir dir dann, wie man richtig zurücktritt. Weil deine Zahlen so unglaublich in den Keller gehen. Tschüss. Ja, danke an unseren festangestellten Pantomim. Für was tritt man in dieser CDU überhaupt noch zurück? Für was? Außer der jungen Union Sachsen und 3, 4 Hinterbänklern traut sich keiner den offenen Aufstand in dem Laden. Niemand spricht das Offensichtliche aus. Gut, dann mache ich das. Wo ist meine Armin-Cam? Ach da. Armin, es ist vorbei. Reise nach Jerusalem, die Musik ist zu Ende. Alle Stühle sind besetzt. Alter, du hast allein 1,3 Millionen Stimmen an die SPD verloren. Eure Fraktion hat 50 Mandate weniger und du willst trotzdem eine Zukunftskoalition bilden. Du hast aber gar keine Zukunft mehr. Also politisch natürlich. Ja, ich weiß, dein Motto nach Niederlagen war immer, einfach sitzen bleiben, dann vergessen einen die Leute. Aber diesmal hast du es halt total verbockt. Aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich verlassen. Ja, mache ich. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Armin, du und die Union, ihr seid abgewählt. Euch hilft jetzt nur noch eins. Ihr müsst in der Opposition eure innere Mitte wiederfinden. Durchschnaufen, chillen, Pause machen. Wir empfehlen das Burnout-Sanatorium Hiddensee für ausgebrannte Parteien. Ja, ist ideal. Da können du und der Söder jeden Morgen beim Partner-Tai-Chi wieder zueinander finden. Oder noch besser, ihr bucht den Kurs, wir töpfern uns endlich ein neues Unionsprogramm. Mann, Armin, hör mir zu, das hier ist eine Intervention. Und wenn du mir nicht glaubst, dann hör auf diesen alten Freund. Dein Arbeitsplatz fällt weg. Geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr. Ja, zugegeben, das klingt jetzt etwas hart, ist aber irgendwie wahr. Wobei, nochmal, der ganze Niedergang von CDU und CSU ist eine Gemeinschaftsproduktion. Und wesentlich dazu beiträgt auch dieser Mann.
Markus, ich mobb dich, bis du heulst, Söder. Er hat nie aufgehört, an Laschet öffentlich rumzusägen und damit natürlich der Union schwer geschadet. Dafür hat er aber gerade bei Sat.1 den Deutschen Comedy-Preis gewonnen, und zwar in der neuen Kategorie Heucheln hart an der Kotzgrenze. Ich glaube, sogar historisch gesehen bin ich einer der freundlicheren CSU-Vorsitzenden, zumindest was unser gemeinsames Verhältnis mit der CDU betrifft. Ja, genau. Freundlichster CSU-Vorsitzender, das macht ungefähr so viel Sinn wie schönste Magen-Darm-Grippe. Markus Söder hat endgültig das Ruder übernommen in der Union, beziehungsweise dem, was davon übrig ist, was man so hört. Er ist jetzt der Bestimmer, wie wir als Kinder gesagt hätten. Zum Beispiel bei Terminen für Jamaika-Gespräche, bei der Terminfindung. Laschet hatte ja den Samstag vorgeschlagen. Jetzt ist aber morgen Abend, Michael hat es gerade angesprochen, der 80. Geburtstag von Edmund Stoiber, die Geburtstagsparty, plus Samstag die CSU-Basiskonferenzen. Und bei beiden hat wohl Markus Söder gesagt, nö, das geht vor, das ist wichtiger. Ja, natürlich. Natürlich ist der Geburtstag von Opa Stoiber wichtiger als Deutschland. Söder spielt da, wie schön, dass du geboren bist, auf der Blockflöte. Das wird toll. Derweil feiert sich die SPD für ihren Erdrutschsieg. Ja, 25,7%. Das ist fast die absolute Mehrheit. Also gefühlt ein Riesenerfolg für den besten Merkel-Imitator des Jahres. Und wem verdanken die Sozen vor allem ihren Triumph? Vor allem den über 60-jährigen Wählern. Ja, die haben der Union tatsächlich die Alten abgejagt. Hier Originalbilder von der Wählerwanderung. Deutschland ist und bleibt eben eine Gerontokratie, wissen Sie. Und die SPD ist back, mit der linkesten Fraktion aller Zeiten. Na klar, am Ende war es wohl hauptsächlich der Scholz-Faktor, liest man. Ne? Um nicht zu sagen, nur der Scholz-Faktor. Aber auch das darf man ja ruhig ausgelassen feiern im Rahmen seiner Möglichkeiten. Hier, Olaf eskaliert. Heute Abend, gönnen Sie sich ein Bier? Na, da sind noch zu viele Dinge zu tun. Heute wird es wohl noch nichts, aber ich werde mir mal ein Bier gönnen, das nicht ohne Alkohol ist. Sätze für die Ewigkeit. Ich werde mir mal ein Bier gönnen, das nicht ohne Alkohol ist. Ach, du altes Party-Animal. Pass mal lieber auf, dass es am Ende eine Koalition gibt, die nicht ohne SPD ist. Noch ist alles offen. An diesem Wochenende treffen sich in Berlin, ja, im Grunde alle. Alle mit allen zum fröhlichen Rumsondieren. Da wird wild durcheinander sondiert. Und wenn Sie zu Hause jetzt denken, kein Mensch kann wissen, wie das am Ende ausgeht, stimmt gar nicht. Spoiler-Alarm! ZDF-Spezial. Och nö, jetzt spoilert die doofe Heute-Show auch noch die kompletten Koalitionsverhandlungen. Genau so sieht's aus. Albrecht Humboldt von der Forschungsgruppe Wahlen hat die letzten 3000 Koalitionsverhandlungen ausgewertet und meint, er kann exakt vorhersagen, was in den nächsten Wochen passieren wird. Das ist korrekt, Oliver. Man nennt es Wissenschaft. Heute sprechen also wieder FDP und Grüne miteinander. Und selbst da gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten, als der Laie denkt. Ich finde, Sie sollten auch mal Fragen stellen, Cannabis freigeben. Ja. Okay, dann sagen wir Cannabis. Gut. Ja. Cannabis freigeben. Geht doch. Zwei lustige Kiffeulen sitzen da zugedröhnt bei Maischberger. Klasse. Wunderbar. So, das sind die Knackpunkte der nächsten Wochen. Die Grünen wollen 12 Euro Mindestlohn, Tempolimit, Vermögenssteuer, Mietendeckel und die Abschaffung der privaten Krankenkasse. Die FDP dagegen will absolut nichts davon. Aber natürlich gäbe es Kompromisse. Man könnte zum Beispiel sagen, Vermögenssteuer nur in Monaten mit R als Beispiel. Und beim Tempolimit wird die FDP wahrscheinlich vorschlagen, 210 bei Nässe. Warum nicht? Ach so. Und dann kommt also tatsächlich die Ampel. Nein. Nein, natürlich nicht. Lindner will Jamaika, sonst nichts. So ist der Plan. Aber er kann die Ampel nicht an den Grünen scheitern lassen, weil die braucht er ja noch. Na klar. Also muss irgendein anderer Dödel für ihn die Ampel sprengen. Am besten mit einem richtig bescheuerten Interview. Wer käme denn da in Frage? Ja. Zum Beispiel. Auf die Saskia ist Verlass. Absolut. Tschüss Ampel, hallo Jamaika. Wird aber leider auch nichts. Aktuelle Umfrage, 75% der Grünen-Anhänger lehnen Jamaika entschieden ab. Das durchzuziehen wäre für die Parteiführung quasi ritueller Selbstmord. Sie scheitert also ein zweites Mal die
Jamaica Coalition. Right, man. Und dann haben wir also wieder das, was wir immer haben. The good old GroKo. Nur diesmal halt unter SPD-Führung. Ach nö. Och doch. Wollte die letzten drei Mal ja auch keiner, kommt trotzdem immer. Auf eine Art auch super praktisch. Man muss nur die Merkel austauschen durch Olaf Scholz. Allerdings nur bis ungefähr Februar wegen der neuen Erkenntnisse im Cum-Ex-Skandal. Diese Woche schon wieder Hausdurchsuchung. Einfach mal googeln. Und dann heißt der neue Kanzler Kevin Kühnert. Also bitch. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Ein Viertel der neuen SPD-Fraktionen sind Jusos. Kühnert wird's. Und auf dem Kanzlerdienstwagen steht dann statt wie bisher 02 einfach nur Alpha Kevin. Guten Abend. Ja, Moment mal. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.